Pep Guardiola wirkte sehr berührt. Die erneute Krebserkrankung von Tito Villanova und dessen Rücktritt beim FC Barcelona, ein Schock für den Bayern-Trainer. Es ist sehr schwierig für mich, ins Deutsch sprechen darüber, Tito, meine Freunde, ich liebe ihn so mal, too much. Villanova hatte am Freitag sein Traineramt aufgegeben. Weitere Krebsbehandlungen sind nicht mit der Ausübung seiner Arbeit vereinbar. Mit einem emotionalen, offenen Brief bedankt er sich bei seiner Mannschaft und Präsident Sandro Rosell für 5 wundervolle Jahre. Natürlich ein harter Schlag für den FC Barcelona. Sehr hart. Barca hat aber schon viele Rückschläge überstanden. Und dieses Mal wird es nicht anders sein. Für Lionel Messi und seinen Teamkollegen ist der Rücktritt Villanovas besonders bitter. Wir sind in dem Kampf alle bei dir, twitterte Messi. Es ist eine tragische Geschichte, die Villanova mit dem Verein verbindet. Als Guardiola den FC Barcelona verließ, war es selbstverständlich, dass der vertraute Assistent seine Stelle einnahm. Ohne einzige Niederlage führte Villanova Barça durch die Hinrunde der spanischen Meisterschaft. Dann kam die Diagnose. Zunächst schien die Krankheit besiegt, nun brach sie zum dritten Mal aus. Ich hoffe dann Bestes für ihn in der nächsten Zeit mit seiner Familie. Ist sehr, sehr stark für mich. Die Freundschaft der beiden Katalanen ist ungebrochen. Der Streit, als sich Villanova beklagt hatte, dass Guardiola ihn während seiner Krebsbehandlung allein gelassen habe, ist beendet. Es gibt eindeutig Wichtigeres angesichts einer solchen Hiobsbotschaft.